WM-Quali-Spiel und dann 4 Tage später in Costa Rica. So, hier haben wir die erste Trainingsübung. Schauen wir uns die mal an. Mal sehen, was Carlo Ancelotti heute hier am ersten Trainingstag in der Länderspielpause mit seiner Mannschaft vorhat. Geht offensichtlich mit einer ruhigen Passübung erstmal los. Ja, da ist Holger Badstuber mal wieder frenetisch bejubelt von den Bayern-Fans bei seinem letzten Comeback in der Allianz Arena. Möglicherweise haben sie es gesehen. Wir hatten die Gelegenheit, mit Holger Badstuber ein Interview auf FCB-TV zu führen. Was anderes in der Luft beim Holger Badstuber. Er scheint sehr positiv, sehr optimistisch zu sein. Ich habe den Eindruck, dass das Team um Holger Badstuber und er jetzt auch mit Sicherheit durch den Einfluss von Carlo Ancelotti ist alles sehr ruhig angehen lässt. Man möchte auf gar keinen Fall zu früh einsteigen. Er hat ja, ist ja schon seit Wochen im Endeffekt wieder im Training, hat ja die Sommervorbereitung schon komplett mehr oder weniger durchgezogen. Dann aber immer mal wieder auch ein bisschen kürzer getreten. Und jetzt ist es eben soweit. Hier ist Carlo Ancelotti im Bild. Mit Sicherheit auch keine schlechte Idee, da Holger Badstuber sein Comeback gleich mal machen zu lassen gegen die Amateure. Hier wird der Muskel ein bisschen behandelt, hat aber noch ein Lächeln im Gesicht. Ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht allzu wild ist oder eine Auswirkung der ersten paar Trainingsminuten. Es ist sehr kalt in München, vielleicht erklärt es, warum auch Franck Ribéry hier nochmal ein paar Dehnübungen macht. Ein schöner Temperatursturz in den letzten Tagen in München. Erster Schnee heute Morgen, die Bilder zeigen es zwar nicht, es blieb auch kein Schnee stehen, aber heute Morgen gab es wirklich das erste richtige Schneegestöber des Jahres hier in München. Von daher sind die Temperaturen schon etwas zapfig, wie man hier im Süden der Republik sagt. Deswegen hoffe ich mal, die kleine, ich möchte es gar nicht mal Behandlungspause für Holger Badstuber nennen, aber er ist eben auch weiterhin dabei bei dieser Trainingseinheit. Wie gesagt, Badstuber, man nimmt es da, glaube ich, sehr vorsichtig momentan, will ihn auf gar keinen Fall überstrapazieren, sondern auf seinen Körper hören. Und wie gesagt, in den letzten Gesprächen hatte man doch tatsächlich den Eindruck, dass er da sehr optimistisch ist, sehr selbstbewusst auch, hat er mehrfach erwähnt, dass es jetzt sein letztes Comeback sein wird. Das sind schon positiv forsche Töne, die wir da von Holger Badstuber hören, und natürlich die Bayern-Fans hoffen alle, dass er tatsächlich jetzt über kurz oder lang zur Mannschaft dazustoßen kann. Bayern München hat ja eine unfassbare Innenverteidigung in diesem Jahr, deswegen ist der Druck ja auch nicht so groß auf Holger Badstuber, unbedingt ganz schnell zurückkehren zu müssen. Aber ich gehe jetzt davon aus, 2 Wochen Länderspielpause, jetzt eben wird man das Spiel am Freitag abwarten müssen und dann wird man sehen, wie der Körper dann darauf reagiert im Amateurspiel gegen Seligen Porten. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Badstuber, wenn alles glatt läuft, in dem letzten Block vor Weihnachten noch ein, zwei, dreimal zum Einsatz kommt. Und wer weiß, vielleicht dann nach der Winterpause
eine tatsächliche, realistische Option und Alternative ist, und zwar in jedem Spiel. Und dann hat Bayern München natürlich eine Innenverteidigung, die, glaube ich, weltweit, ohne zu übertreiben, ihresgleichen sucht mit... aktiv einzugreifen. Hier ist Juan Bernat nicht nominiert für die spanische Nationalmannschaft. Wenn ich mir die letzten Leistungen von ihm ansehe, muss ich sagen, Hut ab vor der Mannschaft, die sich es leisten kann, so einen Verteidiger nicht mitzunehmen. Bernat möglicherweise in den letzten 3-4 Wochen mit Leistungen, die besser waren als alles, was er bisher bei Bayern München gezeigt hat, vor allem in der Offensive. Auf einmal, ich möchte fast sagen, er blüht mit durchaus gefährlichen Flankenläufen, gefährlichen Hereingaben in die Mitte mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein. Sehr gute Leistung in letzter Zeit. Das Schöne ist ja für Spieler wie Juan Bernat, auch für Rafinha, der hier nochmal gleich im Bild ist, dass unter Carlo Ancelotti wirklich fast jeder oder so gut wie jeder Spieler zahlreiche Gelegenheiten bekommt, sich auszuzeichnen. Carlo Ancelotti ist, wie wir jetzt alle festgestellt haben, ein großer Freund der Rotation schon und vielleicht auch besonders zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Er sagt ja immer, das geschieht aus zwei Gründen. Einerseits will er die Spieler körperlich frisch halten, aber er will natürlich auch, dass alle quasi am Ball bleiben, dass alle motiviert bleiben, dass alle sich als wichtigen Teil der Mannschaft verstehen. Und Ribéry muss das nicht, das weiß er selber. Arjen Robben hat zwar vor kurzem seine Unzufriedenheit ausgedrückt mit seiner Auswechslung oder mehreren Auswechslungen unter Carlo Ancelotti. Das stört den Italiener aber überhaupt nicht. Im Gegenteil, der hat das ganz locker genommen und gesagt, Spieler, die vom Platz kommen, Spieler, die ausgetauscht werden, sind nie besonders glücklich. Das war ich auch nicht. Alles andere wäre auch nicht gut. Also Carlo Ancelotti, der macht das schon sehr souverän und sehr ruhig bei Bayern München. Und bisher sprechen die Ergebnisse ja auch klar für ihn. Bayern München ist in der K.O.-Runde der Champions League, überwintert also im internationalen Wettbewerb sowie auch im DFB-Pokal. Und in der Bundesliga ist man jetzt zwar punktgleich mit Leipzig, aber trotzdem gegen, kann man denke ich schon sagen, einen Underdog. Immer noch in Führung, immer noch vorne, ganz oben am Platz, an der Sonne. Und wie gesagt, die Konkurrenz, die unmittelbare Konkurrenz, die unmittelbaren Gegner in der Tabelle sind eigentlich auf dem Papier nicht unbedingt weitere Meisterschaftsfavoriten. Dortmund eben Tabellenfünfter. Wenn man weiter runter sieht, Leverkusen 8., Wolfsburg 14. Also da ist Bayern schon ganz ordentlich im Soll. Ja, auch Philipp Lahm, vielleicht ein ganz gutes Beispiel für die Ancelotti-Rotation. Am Wochenende geschont und das trotz Länderspielpause. Aber man kann gegen langjährige Erfahrungen nicht argumentieren. Ancelotti hat die Erfolge vorzubeweisen. Er hat sehr viel Erfolg in vielen Ländern mit vielen Mannschaften gehabt. Sollte also eigentlich genau wissen. Und das macht den Bayern-Fans ja besonders viel Hoffnung, wie man eine Mannschaft so führt, dass sie in den wichtigen Spielen da ist, dass sie eben da voll im Saft steht und nicht schon im November quasi ihren Zenit erreicht.
Ancelotti ist übrigens der erste Trainer, der in den 5 großen europäischen Ligen trainierte. Das hat davor noch niemand gemacht, in Italien, England, Frankreich, Spanien und Deutschland zu trainieren. Bisher lässt sich das ja auch durchaus erfolgreich an. Hier ist er. Ja, trainieren, konzentriert, aber mit Freude. So würde ich das hier überschreiben. Also die Stimmung ist gut beim FC Bayern, das sieht man hier deutlich. Betreuerstab. Wir haben einiges zum Lachen. Trainer schon mitmachen, dann weiß man auch, dass etliche Spieler fehlen. Wie gesagt, 13 sind diesmal an der Zahl. Aber dann kommen wir auch noch Jerome Boateng heute und Javi Martinez hinzu. Wie gesagt, insgesamt allerdings sehr wenig Verletzte bei Bayern München. Und die Zahl der Spieler, die bei Länderspielpausen fehlen, die dürfen natürlich niemals, diese Zahl darf niemals eine Ausrede sein bei Bayern München. Carlo Ancelotti, aber auch alle hier im Bild sind unheimlich erfahren, wenn es darum geht, wissen genau, wie man mit solchen Situationen umzugehen hat. Und solange man Leute wie Rafinha und Arjen Robben im Kader hat, die in jeder Trainingseinheit extrem motiviert zu Werke gehen, braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Im Gegenteil, Robben ist eigentlich ein gutes Beispiel für die Kategorie Bayern-Spieler, die man, wenn überhaupt, dann überhaupt bremsen muss im Training. Auch das ist sicherlich eine gute Entscheidung von Arjen Robben, dieses Freundschaftsspiel erstmal auszulassen und nur für ein Spiel zur niederländischen Nationalmannschaft zu stoßen, denn auch Robben blickt ja auf eine gerade in den letzten Jahren unheimlich lange Verletztenliste zurück. Wie wichtig und wertvoll er für Bayern München ist, sieht man jetzt wieder da, er fit ist. In der Bundesliga alleine 3 Tore und 2 Vorlagen in 6 Spielen. Das ist auch alles andere als schlecht. Seit Franck Ribéry, leider Gottes ja im letzten Jahr mit erheblichen Verletzungssorgen, aber dieser kleine Rückschlag will ihn nicht umwerfen und Ribéry spielt wie gesagt bisher eine außergewöhnlich gute Saison, nicht nur was die Zahlen angeht, sondern auch die gesamte Ausstrahlung auf dem Platz. Das deutete sich schon an in der Sommerpause, als Ribéry in Abwesenheit vieler Starspieler, die bei der EM zugange waren, das Zepter in der Bayern-Offensive ganz klar in die Hand nahm. Arjen Robben, Sie werden sich erinnern, war zwar am Anfang der Sommervorbereitung Teil des Kaders, verletzte sich dann aber gleich und so blieb dann eigentlich nur noch Ribéry übrig, aber der hat das mit Bravour gelöst, hat wirklich unheimlich großen Einfluss auf die Bayern-Offensive genommen, hat da die Kontrolle übernommen und hat sich so ein bisschen fortgesetzt in die Bundesliga. Nein, klar, jetzt gibt es auch andere Alternativen, jetzt kommen von allen möglichen Seiten Dampf, jetzt wird Druck gemacht durch etliche Bayern-Spieler, aber ich denke, es gibt schon einige, die überrascht sind über die Stärke, mit der Franck Ribéry diese Saison angefangen hat. Letztes Jahr hat er noch ein paar Spiele zum Ende der Saison hin gemacht, die schon ein, zwei kleine Fragezeichen offen ließen, ob Ribéry denn wieder so zurückkehren können würde, wie sie es die Bayern-Fans alle erhoffen. So, hier die beliebte Übung. Normalerweise nennen wir es 5 gegen 2. Es sind einige mehr auf dem Platz. Es
selber mal zählen. Das ist rot gegen grau. Glaube ich, mit Starke und Ulreich in der Mitte als freie Agenten sozusagen. Wenn Rot den Ball hat, darf Team Rot in die grünen Spieler anspielen. Aber jetzt werden wir sehen, jetzt genau, spielt Team Grau eben auch gleich zu Tom Starke zurück. Also Free Agents, die Ulreich und Starke sind quasi Schwimmer, die sich in ihren grünen Trikots jeweils der Mannschaft in Ballbesitz andienen. Mal sehen, ob wir hier ein paar Ballstaffetten und Kombinationen erleben. Sowas hätte man früher wahrscheinlich auch nicht gesehen, oder ziemlich sicherlich nicht gesehen, dass bei so einer Übung ausgerechnet die beiden Torhüter, die in Grün quasi die anspruchsvollste Aufgabe haben, nämlich hier zwischen den Mannschaften hin und her zu wechseln. Aber so ist der moderne Fußball. Die Torhüter müssen idealerweise zumindest ein ganz starkes Passspiel haben. Manuel Neuer sei Dank, auch wenn er nicht der erste Torwart war, der das Mitspielen kultiviert hat. Er hat es mit Sicherheit auf ein anderes Niveau gehoben, wie wir alle wissen. Und das ist jetzt gang und gäbe, nicht nur bei Bayern München, dass die Torhüter solche Übungen eben mitmachen. Auch Manuel Neuer, der heute dabei ist, ist ganz oft in Spielübungen, Spielformen, Passübungen mit eingebunden. Klar, Hauptaugenmerk liegt bei Neuer und bei seinem Trainer Toni Tapalovic nach wie vor auf das Torwartspiel, aber Ulreich und Starke sind da schon immer sehr stark eingebunden. Kann heute natürlich auch daran liegen, dass etliche Spieler fehlen, dass sie da einspringen müssen, um den Kader aufzufüllen. Aber wie gesagt, das ist nichts Außergewöhnliches, ist nichts Neues, dass die Torhüter bei solchen Passübungen durchaus mitmachen. Man sieht schon, wird die Atmung gleich ein bisschen schwerer. Ach so, ja. Auch wenn die zwei natürlich super fit sind. Wenn ich selbst doch in Hoffenheim nicht gehabt hätte, dann ja, jetzt Erster. Wenn ich selbst doch nicht gehabt hätte, dann. Sondern ja, ja, gut, wenn ihr Champions League spielen müsst, dann wäre es ja auch ein bisschen. Das wollen wir ja gar nicht spannen. Das war Doppelpass, okay? Da kam zwar gleich diese Jury, die hat gesagt, man darf keine Fotos machen und weiter. Also, ach komm, so albern, ja. So albern. Wir haben alle Fotos gemacht, ja. Logisch. Und dann ist der Security vorgegangen, hat selber ein Foto gemacht. Meine Güte, ja. Da wollte sie nur richtig tun. Ja, ja. Und dann, ja gut, ich meine, wir sind hier um 12 Uhr oder so, mussten wir hier rüber. Wir mussten da weg, weil wir mussten ja dann arbeiten. Ah, ja. So. Ja. Nee, war richtig cool gestern, hat richtig Spaß gemacht. Zeit!
Aber Eisenfass gestern. War ja schon Schneeregen. Ja, heute war es ja noch. Ja. Aber weißt du, da am Terminal 2, da zieht sie durch die Halle. Ach, da zieht sie. Ja. Trotzdem, das Dach ist nicht dicht, das fährt runter. Ohne Dach wäre es ja halt nicht gewesen. Ja, es ging schon, aber es war schon eisig. Weißt du, wo es auch so zieht, wo ich mal schon mal? Ich war schon mal in der Unterdach, auch nicht schon länger her. Da war ein dritter Mann, da hat es aber auch so gezogen. Komischerweise ist es oben nicht so kalt, wie im Unterdach. Aber ich Ja, und dann bin ich rein in den Fanshop, da war es dann warm. Und wenn du reingehst, ist ja dann richtig warm. Dann im Fanshop und dann musst du eine Stunde anstehen für an der Kasse. Weil der Fanshop ja so überfüllt war. Also ja, ich glaube, wir haben gleich 100 Leute dabei waren. Ja. Und dann haben sie erstmal gewartet, dass eine Gruppe draußen war, bevor die nächste Gruppe überhaupt reingehen konnte im Fanshop. Also, das war also die Tor. Güter sind nicht die einzigen, denen man die Anstrengung da anmerkt. Es ist immer wieder positiv zu sehen, wie Franck Ribéry und Holger Bartschuber da auch mitmachen, ohne jegliche Beschwerden. So hat man zumindest den Eindruck. Ja, hier Staffus, Marienfeld. Ja, das weiß ich, dieser Schatz. Also sehen Sie, am Mürschenberg. Ist einer, ich weiß aber nicht, wie der Über Holger Bartschuber ist wirklich, glaube ich, einiges, wenn nicht alles schon gesagt worden, aber ihm wäre es wirklich zu wünschen. Ich glaube, in den letzten 4 Jahren knapp über 40, ich glaube um die 44, 45 Pflichtspiele nur für Bayern München. Das sagte alles aus. Seit 2012 ist diese Zahl, glaube ich. Wirklich eine tragische Geschichte, aber auch eine inspirierende Geschichte. Holger Bartschuber, der wirklich Rückschläge einstecken muss wie kaum ein zweiter. Ja gut, so vielleicht ist halt die hier mit dem Fehlpass, aber das sei ihm verziehen. Schön ist eben auch, dass er die richtige Einstellung da mitnimmt und die richtige Einstellung natürlich immer schon hatte. Bemerkenswert, wie die Bayern-Fans ihn immer wieder abfeiern, aber es ist eben, wie gesagt, auch bewundernswert. Ich hatte die Gelegenheit, mit Arjen Robben vor nicht allzu langer Zeit zu sprechen und habe ihn gefragt, wie er mit seiner letzten Verletzung umgegangen ist. Robben hat ja die EM verpasst mit Holland und hat dann quasi nach der Saison, also schon natürlich zum Ende der letzten Saison hin, dann in der Sommerpause unheimlich hart gearbeitet, um zumindest beim Trainingsauftakt dann dabei zu sein. Hat es auch geschafft, hat da super trainiert. Wir waren alle ganz hoffnungsvoll, endlich wieder die alte, das meine ich gar nicht despektierlich, Flügelzange hier mit Ribéry links und Robben rechts zu sehen. Das passt ja wunderbar vom Bild. Und dann verletzte sich gleich, glaube ich, eine Woche nach dem Trainingsauftakt im ersten Freundschaftsspiel und fällt gleich mal ein paar Wochen aus. Da habe ich ihn gefragt, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Und er hat natürlich zugegeben, das war unheimlich schwierig. Da lässt du den ganzen Sommer mehr oder weniger sausen, bereitest dich so darauf vor, dass du wieder mit der Mannschaft trainieren kannst. Schaffst das auch, bist im Training, alles läuft wunderbar. Und zack, bist du wieder raus, 3-4 Wochen. Wie muss das dann natürlich erst für Holger Bartschuber sein, der ja von einer schweren Verletzung zur nächsten übergegangen ist in den letzten Jahren. Also da wirklich ganz großen Respekt vor der mentalen Leistung natürlich auch eines Holger Bartschuber. Hoffen wir, dass wir in absehbarer Zukunft nicht mehr allzu oft darüber sprechen müssen, sondern nur noch über seine tollen Leistungen auf dem Platz reden. Das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit und auch ein Teil des Grundes, warum er so beliebt ist. Wenn Holger Bartschuber fit war, dann war er eine absolute Verstärkung für Bayern München, eine fast schon Sensation auf der defensiven Innenverteidigerposition. Sofort Nationalspieler und eigentlich auch aus der Startelf des FC Bayern München gar nicht mehr wetzig zu denken. Sollte er fit bleiben, wird das sicherlich interessant werden. So wie eben auch schon der Dreikampf momentan interessant ist mit Javi Martinez, Mats Hummels und Jerome
Boateng. Aber das ist jetzt der Abschlusspunkt, der jetzt ein bisschen so. Roger Badstuber ja auch mit entdeckt von Hermann Gerland, den wir gerade im Bild hatten. Ganz interessantes Wochenende übrigens für den Bayern-Nachwuchs, sozusagen für den Ex-Bayern-Nachwuchs. Zwei Spieler haben da besonders auf sich aufmerksam gemacht. Mitchell Weiser zum einen bei Berlin, der eine super letzte Saison schon gespielt hat und dies offensichtlich jetzt auch fortsetzt. Da gibt es schon das ein oder andere Gerücht, dass die Nationalmannschaftsnominierung nicht allzu weit weg ist. Und dann überzeugte auch Alessandro Schöpf, ehemaliger und vor gar nicht allzu langer Zeit noch Amateurspieler bei Bayern München, mit einem Doppelpack für Schalke jetzt gestern gegen Bremen. Emre Can übrigens auch mit einem Tor für Liverpool in England. Also das sind sicherlich gute Nachrichten für die Bayern-Nachwuchsleute, selbst wenn es bei den Roten hier in München nicht klappt mit der ersten Mannschaft. Es gibt immer noch alle möglichen Chancen und Optionen. Klar, aber bei der Konkurrenz hier in München ist es natürlich auch wahnsinnig schwierig. Die Betten, das ist schrecklich. Also ich sag das ganz ehrlich. Das hat man noch da, ich habe mir versprochen, ja, Weihnachten mal. Das ist ja ganz cool, also ein Weihnachtsgeschenk mal, aber das wäre ja dann jetzt für die Witterung sozusagen. Ja, ich habe auch ein paar gesagt. Also dieses Jahr wird nichts mehr, die sollen die nächste Jahr kommen. Ja, klar. Aber ich sage jetzt halt ab, niemand mehr was, weil da kommt ich auch selber zu. Das wäre cool, wenn ich das hochkomme. Aber selber dazu. Ja. Aber ein paar Leute wollen sicher nie geben, weil von einem Kumpel, die Freundin, die kommt aus Leipzig. Die kommt aus Leipzig, ja? Ja, die hat irgendwie ganz. Achso, ja. Wenn du zu Hause ja ausspielst. Genau. Sie kommt aus Leipzig und sie hat Firmenkunden, die irgendwas mit der Firma zu tun haben. Und darum wollen die zu den Spielen. Ja, ich verstehe. Und da die Leute ja klar. Also aber die zwei oder vier. Das ist der ganze Leserfilm. Ne? Sag mal, ist jetzt letzte Rolle zwar ein Spieltag oder der letzte? Der letzte. Leipzig ist der letzte. Komm, Abschluss. Ich dachte, das wäre. So, der Pfiff hört sich danach an, als ob die Übung vorbei ist. Das ist so eine dieser Übungen, die natürlich den Spielern Spaß machen. Da ist ein Element des Wettbewerbes dabei, aber das ist auf Dauer schon anstrengend, ohne Punkt und Komma sozusagen, ohne Pause, ständig angreifen, passen, direktes Spiel möglichst auf engem Raum, Balleroberung etc. Und man sieht es eben auch in den angestrengten Gesichtern der Bayern-Spieler, wobei sich das eigentlich in Grenzen hält. Unter Pep Guardiola war ja nicht genau dieses Spiel, aber dieses 5 gegen 2, das natürlich unheimlich viele Amateur-Kicker ja auch kennen von ihren Vereinen, dass es ja gang und gäbe, dass man damit mal anfängt. Unter Pep Guardiola war das eben gang und gäbe. Vor jeder Trainingseinheit wurde erstmal 5 gegen 2 gespielt. Philipp Lahm, der da im Hintergrund aus unserem Bild verschwindet, hat gesagt, es ist sogar jetzt eigentlich noch spannender, macht eigentlich mehr Spaß, weil wenn man das jeden Tag spielt und jeden Tag immer dieselbe Übung macht, dann wird das irgendwann auch natürlich Routine und irgendwann spult man das nur noch ab. Jetzt ist es eher so, dass die Spieler sich darauf freuen, wenn sie mal solche kleinen Übungen gegeneinander machen können, weil es eben nicht mehr so regelmäßig vorkommt. Da legt man dann gleich ein bisschen mehr Arbeit rein, ein bisschen mehr Motivation rein. Anderthalb Jahre haben wir noch mit Philipp Lahm, dann ist vorbei. Es ist fast nicht vorstellbar.
Und wer weiß, ob sich nicht vielleicht doch noch was ändert, aber wenn man sich die Konsequenz ansieht, mit der Philipp Lahm aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten ist und auch klar gemacht hat, dass die Entscheidung unumstößlich ist, muss man davon ausgehen, dass Lahm es auch mit Bayern ernst meint. Anderthalb Jahre noch. Diese Saison und die nächste. Dann ist Schluss. Wie gesagt, schwer vorstellbar zurzeit. Nee, das war so ein Last-Minute. Das war so richtig geiles. So, jetzt haben wir nochmal eine ähnliche Übung nur mit Toren. Und 5 gegen 5. Für die Fans, die hier zuschauen, die sehen es. Ist nicht so viel los an der Säbener Straße. Das liegt an allen möglichen Sachen natürlich. Es ist zurzeit nicht Ferienzeit. Es ist kalt in München. Es ist mit 15 Uhr vielleicht auch nicht die ideale Zeit für Kiebitze hier vorbeizuschauen. Aber für diejenigen, die hier sind, ist es natürlich ein Traum, sich solche Übungen anschauen zu können. Torspiel, Passspiel oder Übungen, die alle Elemente mehr oder weniger in sich vereinen und hier eben diese Wettkampfübungen zunächst mal mit oder ohne Tore jetzt mit Toren. Genießen wir das einfach vielleicht für ein paar Minuten und hoffen, dass Tom Starke vielleicht seltener aufs Tor schießt, damit wir auch öfter das Tor tatsächlich sehen. Das war Xabi Alonso, war schon ein bisschen knapper. Das meine ich natürlich nur aus Witz. Tom Stark hat in den letzten paar Trainingseinheiten übrigens einige Tore geschossen in solchen Übungen. Also wer weiß, mal sehen, was hier passiert. Dieses Mal ist es ohne freie Agenten, ohne Schwimmer, die hin und her switchen von Mannschaft zu Mannschaft, sondern einfach nur Rot gegen Grau auf die zwei kleinen Tore. Lahm und Ribéry mit dem Ball. Es gibt noch eine Einschränkung übrigens, wenn mich nicht irre, zumindest ist es in den letzten Wochen so gespielt worden. Tore dürfen nur nach einer Direktabnahme geschehen. Heißt, Holger Badstuber oder Ribéry jetzt in dem Fall dürfte nicht aufs Tor schießen. Das Tor würde nicht zählen. Man muss direkt aufs Tor schießen. Hier haben wir das Beispiel dafür. Nur zum Verständnis, wenn Sie einen Spieler allein aufs Tor zulaufen sehen, der dann abdreht. Das hat einen Grund. Eben Tore müssen, und hier versucht Lahm nochmal, genauso wird es gemacht. Tore müssen direkt erzielt werden mit dem ersten Ballkontakt. Da gab es keine Tickets mehr, das ist gar nichts. Ja, Spielzeit gibt es ja nie. Ich hatte Anfragen, ja, aber Donnerstag, Freitag meine ich jetzt. Oder irgendwie Rückläufer oder irgendwas. Ach so, okay. Das hat mich so geärgert. Und einer wollte noch 4 Tickets haben für das Ganze. Ich wäre auch gerne hingegangen, aber... Ja, das Wetter ist morgen ja Ferienwetter, wie passt. Ja, ja, ich meine, letztendlich war ich froh, dass ich das Ding nicht gesehen habe. Ja, es war jetzt auch nicht so. Nee. Jetzt fragen mich alle, ob ich ein paar Leute gefragt, ob ich mich Karten in Dortmund check. Muss jetzt doch irgendwie sein. Ich soll's da. Was du, da fahren die auch raus wie verrückt, oder was? Ja, ja, klar. Ja, das ist ja, gibt ja, das ist ja genauso schwer wie beim Schreibspiel gegen Bayern. Aber auswärts krieg ich gar nicht. Ich sag den Leuten nicht, dass du gerade nicht probierst, schäm dich mehr. 9 Bundesligaspiele für Xabi Alonso in dieser Saison. Bisher 2 Tore, schon so viel wie in den 52 Bundesligaspielen. Zuvor. Ein guter Saisonstart also auch von ihm, rein zahlenmäßig, und er beweist es ja auch jedes Wochenende, dass er immer noch einen guten Griff auf das Spiel hat, guten Zugriff auf das Spiel hat, weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Ganz amüsant fand ich, dass Carlo Ancelotti vor einiger Zeit zugegeben hat oder bestätigt hat. Klar, Xabi Alonso ist nicht der schnellste Spieler, das macht aber nichts, das war ich auch nicht, das muss man einfach kompensieren können, und Xabi Alonso kann das kompensieren. Nach wie vor ein ziemlich erstaunlicher Schachzug, um nicht zu sagen Geniestreich, damals von Bayern München, Xabi Alonso von Real Madrid zu holen. Ich weiß, wie ist es, der 6. Dezember?
hat ja die Champions League auch schon mit zwei Clubs gewonnen, Liverpool und Real Madrid unter. Hallo Ancelotti. Darf ich Montag früh hier sein? Wenn ich kein Dreh habe. Offensichtlich ist dieses Direktor nicht die einzige Variante. Es sah gerade so aus, als ob Bernhard einen Kontakt zu viel hatte. Vielleicht dürfen die Spieler auch nur zwei Kontakte haben. Darauf müssten wir jetzt mal achten. Vielleicht war der Ball auch einfach nur über der Seitenlinie. Also hier nochmal die letzte Bestätigung. Bartschuber steht da vor dem leeren Tor und versucht gar nicht zu treffen. Macht keinen Sinn. Dann ist ja eigentlich, jetzt sind sie eigentlich schon qualifiziert für die Schönes Tor hier. Schön herausgespielt. Ich denke, das ist nicht ungewöhnlich, dass man jetzt auch in den nächsten paar Tagen solche Übungen sehen wird. Für Carlo Ancelotti und sein Trainerteam geht es natürlich darum, klar, noch ein paar Eindrücke zu sammeln, aber die Spieler sind ja inzwischen alle bekannt. Da geht es jetzt darum, dass man die fit hält, dass man das fittes Level hält. Und das macht man wahrscheinlich idealerweise eben mit solchen Übungen, wo die Spieler von sich aus auch mit Eigenmotivation rangehen und sich anstrengen, weil sie ja eben auch gewinnen wollen, weil sie diese Wettkampfsader in sich tragen. Da jetzt große taktische Übungen ohne 13 Spieler würde keinen Sinn machen. Genauso würde es, glaube ich, keinen Sinn machen, die Spieler hinten auf den Hügel zu schicken, um Sprintübungen zu machen. Damit machst du die Jungs hier nur kaputt zurzeit. Wenn ich mir Philipp Lahm, Xabi Alonso so ansehe, ich denke, gerade für solche Spieler sind die Länderspielpausen eigentlich eine ganz angenehme Zeit. Aber ganz davon abgesehen, dass sie den Stress der Nationalmannschaften nicht haben. Ein Robben in der Zentrale, bisher noch nicht so richtig im Mittelpunkt des Geschehens. Hier allerdings klaut ihm Sven Ulreich den Assist sozusagen, den darf er ruhig machen. Und so wie ich Arjen Robben kenne, wird er nicht so ganz glücklich sein über die Situation. Jetzt ist er auch ein unheimlich ambitionierter, ehrgeiziger Mensch. Ein Spieler, der in jedem Spiel gewinnen will, ob am Wochenende im Stadion oder unter der Woche auf dem Platz. Noch scheint er das alles relativ gelassen zu nehmen und entspannt zu wirken, aber die zwei hier verlieren ungern. Das gilt natürlich für eigentlich alle Bayern-Spieler, das ist klar. Aber eben die Trainingsleistungen von Arjen Robben sind schon immer wieder bewundernswert, muss man schon fast sagen, mit welcher Konzentration, mit welcher Dynamik Robben das Training immer angeht. Klar, dasselbe gilt natürlich auch für die anderen ganz erfahrenen und erfolgreichen Leute. Xabi Alonso bildet da natürlich keine Ausnahme. Dann kommt Team Rot nicht zum Abschluss. Irgendwann muss der mal kommen. War schon richtig davon, Sven Ulreich irgendwann mal abzuziehen. Team Rot übernimmt hier mal das Kommando nach der Pause. Mal sehen, ob sie
das auch in Zielbares ummünzen können. Ja, mit Außenrissschüssen wird es dann eher schwer auf die kleinen Tore. Und da war Wut drin, Xabi Alonso. Also aus der Distanz mit so viel Wumms den Ball zu treten, dann auch noch so zu treffen, da sieht man schon, dass der Fußball spielen kann, der junge Herr. Eine unglaubliche Hilfe für Bayern München, auch wenn man das vielleicht gar nicht immer so sieht in dem Spiel, aber der weiß einfach, wo man sich hinzustellen hat, weiß, wie man in einem Top-Team im Mittelfeld die Fäden zu ziehen hat. Das macht er schon auf beeindruckende Art und Weise. Hier ist er wieder, direkter Pass vor zum Bernat. Der muss jetzt warten, Robben macht eine kleine Pause. Sven Ulreich macht da weiter, wo er vorhin aufgehört hat. Ja, und Ribéry schießt jetzt ein Tor. Scheint wirklich wiederhergestellt zu sein, sagen wir es mal so. Das ist eine dieser Übungen hier, in der man, wie gesagt, in der man Fußball spielen muss, in der man alle möglichen Bewegungsabläufe drauf haben muss. Man muss, ja, was man im Fußballspiel halt alles braucht, unregelmäßig laufen, schnelle, explosive Bewegungen machen, schießen, passen etc. pp. Ribéry wird da in keiner Weise vom Trainerteam geschont. Das ist doch durchaus vielversprechend, zumal wir ja noch 10 Tage haben bis zum nächsten Spiel, sogar ein bisschen mehr. Ganz interessanter nächster Spieltag übrigens, nicht nur wegen dem Bayern-Dortmund-Spiel am Freitag, schon macht den Auftakt Leverkusen gegen Leipzig. Und Leverkusen auf 16 Punkten, 8 hinter Bayern und Leipzig. Für die ist es im Schlussspurt zum Ende der Hinrunde hin schon ein unheimlich wichtiges Spiel. Die Mannschaft von Roger Schmidt hat ja zumindest nicht durchgehend überzeugt in dieser Saison bisher. Und wir werden da sehen, ob Leipzig da das nächste dicke Ausrufezeichen setzen kann und ob wir uns so langsam vielleicht doch darauf einstellen müssen, dass Leipzig eine Kraft ist, mit der man auch schon in dieser Saison rechnen muss. Oder ob Leverkusen da vielleicht Leipzig den ersten richtigen Dämpfer erteilt. Schöner Schuss hier von Alonso, ganz knapp am Tor vorbei. Oder ob Leverkusen eben Leipzig den ersten Dämpfer erteilt. Das wäre wiederum natürlich für Bayern dann die Gelegenheit,
sich wieder richtig Luft zu verschaffen in der Tabelle. Dann könnte man den Vorsprung auf Leipzig wiederum auf 3 Punkte ausbauen. Die wären so ein bisschen zurechtgestutzt von Leverkusen und auf den Hauptkonkurrenten Dortmund könnte man mit einem Sieg, wie gesagt, auf 9 Punkte davonziehen. Also das ist schon ein Spieltag, der es in sich hat, bei dem Bayern München gleich ich will nicht sagen, unter Druck stehen wird, aber in dem die Wichtigkeit nicht zu unterschätzen ist. Schönes Tor hier, einfach Rafinha auf Bernat. So in etwa spielt man dieses Spiel. Wie gesagt, wichtig erstmal für Bayern, dass schönes Tor Robben auch, dass alle, da freut er sich auch, dass alle Spieler fit zurückkehren. Wir werden sehen, was das bedeutet, wenn Arturo Vidal, Douglas Costa und Julian Green zurückkehren, ob die dann tatsächlich schon spielen können für Bayern München am 19. Es ist ein 18.30 Uhr Spiel für Bayern. Das letzte Spiel, das Arturo Vidal ist am 15. November in Montevideo. Für den dürfte es vielleicht sogar reichen. Douglas Costa hat dann nochmal am 16. in Lima ein Spiel. Jetzt bin ich mir natürlich nicht ganz sicher, wie da die Reise vonstatten gehen wird. Aber es ist natürlich eine unheimliche lange Reise. Unheimlich viele Flugstunden, Riesendistanzen, die da überwunden werden müssen. Man wird sehen, wann genau dann eben Costa und Vidal zurückkehren, in welchem Zustand. Wie gesagt, für Vidal, der einen Tag früher spielt als Costa, könnte es sich vielleicht sogar ausgehen.